So, willkommen zu einer neuen Folge vom Klaatu Channel bei Elite Dangerous. Heute will ich mal über das Science Keeper Video sprechen. Das ist schon ein bisschen her jetzt, ein paar Tage her. Das Format finde ich super. Deutsche Clans werden interviewt, die Entstehungsgeschichte. Ich weiß gar nicht, gibt es die schon länger oder war jetzt das jetzt neu? Jetzt weiß ich nicht, gar nicht hundertprozentig, wie das jetzt genau war beim Science Keeper. Aber da waren halt die, was mich sehr überrascht hat, ich glaube fast jeden, waren hier zwei von den Roas dabei. Tinvano und Kloppy. Sehr interessant auf jeden Fall, wie sich das da verhalten hat. Wie sie sich da gefunden haben. Gerade auch die Sicht von Kloppy da. Aber bei einem Thema da, also bei einem Standpunkt, was heißt Standpunkt? Bei einer Beobachtung, da gehe ich nicht so mit. Und zwar hieß es ja denn auch von Kloppy was, weil ich das noch weiß. Der sagte, oder was denn war, ich weiß es jetzt gar nicht mehr hundertprozentig. Der gesagt hat, ja, wenn man so lange Elite spielt, warum denn immer noch PvE? Da bin ich jetzt, wir haben PvP alles betrieben, da werden wir auch gleich noch zu kommen, wie das dazu gekommen ist auch. Das ist ja jeden selber zu überlassen, wie er das Spiel spielt. Und wenn er da jahrelang, was weiß ich wie lange, Spaß an PvE hat, ist das absolut okay. Warum sollen wir das da vorschreiben? Wer da, dass die Leute sich da langweilen müssen und dann PvP betreiben oder so, ne? Das ist ja Quatsch eigentlich auch, ne? Und diesen Standpunkt ist, ja, klar macht PvP Spaß. Da gibt es Aspekte, die sind interessant, die sind auch manchmal nervig, anstrengend, aber es macht schon Spaß, aber es ist mit Sicherheit nicht für jeden was, weil diese PvP-Fights hier, wir haben hier Schiffe, die haben große Schilde. Das dauert manchmal da 15 Minuten, bis der Fighter vorbei ist, wenn man ihn gewonnen hat. Und das ist schon sehr langwierig. Also ich finde diese Fights im Wing interessant. Da mal gegen so ein fettes Schiff da anzutreten und dann drauf zu hauen da. Auch gegen schnellere Schiffe. Aber 1 versus 1 finde ich hier auch zu lang. Aber das ist ja halt gegeben, weil die Schiffe relativ viel aushalten, wenn man sie denn tunt. So wie es denn die PvP-Spieler denn auch machen, sage ich mal. Und das muss natürlich jeder selber wissen, ob er da Bock drauf hat. Auf PvP. Und wird da auch Schlappen erleben, wenn er das betreibt am Anfang. Und da gibt es auch viele PvP-Spieler, die einer bestimmt auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Wie muss ich das Ding ein bisschen tunen? Oder was heißt ein bisschen tunen? Wie reize ich es aus? Wie bin ich da jetzt kampffähig gegenüber den Gegnern? Und dann kommt ja halt auch noch der Skill dazu. Weil die Sache ist ja auch in diesem PvP-Bereich auch, viele fliegen das ja auch ohne Flugstabilisator. Und viele PvE-Spieler spielen das mit Joystick und Schubbringer. Und da weiß ich nicht, ob man da so mithalten kann. Keine Ahnung, es gibt natürlich auch sicher Leute, die da auch gut mit klarkommen. Aber bei den Railguns halt sehe ich da, habe ich das noch nicht so gefunden mit HOTAS-System. Also, hab's mal getestet. Da gibt es natürlich Programme, wo sie in der Mitte verlangsamen. Sowas gibt es bestimmt auch, dieses Target, die Target-Software oder so, aber da durchzusteigen, da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt das da so einzustellen. Ich habe es bei einigen gesehen, die ohne Flugstabilisator fliegen und mit Railguns da treffen ohne Probleme. Aber da müsst ihr die fragen halt, ne? Und viele PvP-Spieler sind mit Sicherheit ohne Flugstabilisator mit Maus und Tastatur unterwegs. Der gute Ton halt. Und da haben halt viele auch keinen Bock drauf, weil sie gerne Joystick spielen wollen, weil es angenehm ist, Spaß macht. Also mir hat es auch Spaß gemacht, wo ich das Ding mal wieder angeschlossen habe hier. Und die wollen da auch nicht drauf verzichten, ob man es denn da nutzen kann, im PvP-Bereich.
muss man vielleicht tiefer noch in eine Materie einsteigen, da mit der Einstellung oder so. Tipps, schreib's runter. Auch interessiert, sag ich mal, ne? Aber, ja, wie gesagt, die Aussage mit dem PvP, denn nach Jahren soll man als PvP da machen, weil es zu langweilig wird, halte ich da so für falsch, weil viele haben weitaus mehr Stunden und haben so den PvP-Bereich aktiv jetzt nie betrieben oder so und haben da Spaß dran und das kann jedem selber überlassen sein und muss jeder selber wissen, sag ich mal, ne? Wie haben wir das gelernt? Wir sind auch in dem Bereich da schon aktiv gewesen. Ich persönlich habe das gerade für ohne Flugstabilisator fliegen, habe ich mich dafür interessiert, wo ich denn Tinvano seine Streams geguckt habe. Genka TV, hieß es Genka TV? Ich weiß es nicht mal hundertprozentig. Schon lange nicht mehr gestreamt, der Junge, ne? Schade eigentlich. Also, hau mal wieder einen Stream raus, das wäre schon interessant. Bin ich wieder dabei. Und hab auch mit ihm da, mit Zaros da, waren wir auch schon in Rate zusammen im Ring unterwegs. Auch sehr viel Spaß gemacht. Und daher haben wir auch gegankt. Ganz klar. Wir haben Leute da den abgeschossen. Das ist einfach so. Und das müssen auch diese PvE-Spieler, die auch schon mal ein paar Spielstunden da auf der Uhr haben, auch wissen, dass diese Ingenieurssysteme und gerade auch sowas wie berühmt Shinrata Desra, dass da Leute sind, so Dangerous.com und Co. Und die werden einfach gezogen. Da bist du halt Frühstück für die. Du wirst da dann als Übung mal schnell weggeschossen, sag ich mal. Das ist einfach so. Und die Aussage hier von, ich weiß nicht, ob es Tinvano jetzt genau war, dass man, wenn man weiß, wie so ein Schiff da von der Panzerung her sein muss, mit der Schildstärke, kann man sowas auch entkommen. Sowas kann man da tunen, dass man da nicht abgeschossen wird. Dass die Leute vielleicht auch keinen Bock haben, wenn man ein Riesenschiff fliegt, dass sie die dann weiter ziehen, weil der haut ja eh wieder ab oder sowas. Ne? Das, ne? Gibt ja auch ich weiß nicht, ob es PvP-Spieler sind oder PvE, die Leute, die mit fetten Schildern einfach nur die Leute, so dass sie den Kill einfach nicht kriegen, reinfliegen und wegspringen und machen das alle den ganzen Tag oder so. Oder den Abend und ja, und da haben die irgendwann keinen Bock mehr drauf und das wollen sie dann erzielen, so, ne? Und klar, man muss sagen, es gibt auch Ganker, die einfach nur noch ganken, weil sie Spaß dran haben. Also wenn es eine Alternative geben würde, würden es nicht machen. Ne? Also auch mit dieser Piraterie, was ja da auch besprochen wurde, dass die Leute entweder das Roleplay nicht raffen, weil sie vielleicht zu neu sind, die ihr Pioneer oder so abgeben wollen, oder sich denn hier die Internetverbindung kappen. Das müsste normalerweise von Elite auch, ganz ehrlich gesagt, straf werden. Da müsste mindestens nicht einen Dauerbann geben, aber so mal eine längere Zeit. Sodass die Leute das nicht machen, weil das geht irgendwo nicht. Das ist hier halt nur mal eine Situation. Das Spiel erlaubt es, dass man gezogen wird. Vielleicht ist es ein Ganker auch, ja. Man muss es dazu sagen. Aber dann hat man halt ein Problem. Das ist dann halt das Spiel, dass Leute dich dann hier wegpusten können. Klar, sie werden denn kriegen den Kopfgeld. Aber es ist möglich. Und da denn so ein Trick da zu verwenden, ist scheiße, sage ich mal. Das ist denn Mist. Es gibt auch viele Situationen, da sind sie aus dem Spiel rausgeflogen. Zum Beispiel oder so, ne? Aber so das Kabel denn kappen, wie es so schön heißt, das ist halt scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so gut. Ja, und da kommen wir auch dazu jetzt mit den ganzen Piraterie-Geschichten da. Wie ja schon Tinvano gesagt hat, das waren die Anfänge auch von Roas, was sie da so mal gespielt haben. Und hat er mir ja auch mal gesagt, dass das dann keinen Spaß mehr macht. Weil viele dann einfach das kappen so. Keinen Bock drauf haben, dann jetzt hier was abzugeben oder so.
Ne, und da muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, wie das ist bei anderen Piraten. Ich nehme da maximal 11 Teile. Bei so einer Cutter ist das kein Problem. Eine 700er Ladung, auf was da drin ist. Da mal ein bisschen was abzugeben. Aber jeder hat denn so den Spaß in Roleplayer. Ich wurde gezogen vom Spieler und pipapo, ne? Der ist das auch gut. Man kann klar auch abhauen, ja, wenn man da keinen Bock drauf hat. Muss denn aber in Kauf nehmen, dass man entweder mit Ladeluken erstmal leer gemacht wird oder vielleicht auch abgeschossen werden, also dann mit Ladelukenöffner und dann abgeknallt wird. Wir haben es immer so gemacht, dass wir den Ladelukenöffner und das Zeug rausgeholt und haben die dann ziehen lassen. Oder haben dann versucht, die Antriebe wegzupusten, natürlich, dass sie stehen bleiben und dann mit dem Ladelukenöffner, ne? Und dann war es auch gut. Aber natürlich kann es auch sein, dass man dann leer gemacht wird und ins Jenseits geschickt wird. Aber das gehört auch zum Roleplay. Und da wurde es ja auch bemängelt und das stimmt auch, dass da Leute da so nicht mitspielen und so. Auch viele machen das auch, weil denn im System auch mal Leute sind, die nur ganken und sich dann Spaß draus machen. Einmal schon gesehen, die wegzuhauen. Da kommen die mit einer Ladung von 500 oder so an, so also richtig viel Kohle damals war es ja auch. Und die werden einfach weggeschossen, weil denn, oh, hast du Arschkarte, hast du dann gemeinert und jetzt bist du weg vom Fenster. Und das ist natürlich dann auch scheiße. Und das kann ich auch in dem, von den PvE-Spielern auch verstehen, dass die denn da keinen Bock drauf haben. Und wir haben auch aus Versehen mal einen weggepustet, weil wir Raketen an Bord hatten. Mit der Python damals noch. Ist im Video drinne. Piraterie-Guide, wie es nicht laufen soll. Tat auch ein Leid. Wollten denen denn auch noch was geben? Oder ich wollte denen was geben, weil ich den leider weggeschossen habe mit den Raketen. Aber der war dann so angepisst, sag ich mal. Weil das tat auch wirklich, das war wirklich ein Unfall da. Da war einfach die Raketen zu stark. Ja, und Leute, die das jetzt aber Spaß betreiben, na dann gehe ich auch nicht so mit, sag ich mal. Aber wie gesagt, wir haben alle selber mal gegankt, unschuldig umgebracht. Vielleicht aus Langeweile und so. Man gehört ja leider auch dazu. Was heißt leider? Man hat es halt mal gemacht. Das gehört auch zum Spiel Facetten, sage ich mal. Ne? Aber wir sind jetzt gemächlicher geworden. Wir werden auch wieder vielleicht Shinra ein bisschen was machen. Mit weiß noch nicht welchen Schiff da. Aber am Fokus, was wir jetzt im nächsten Video machen wollen, ist mit der Clipper hier. Die werden wir ausstatten. Zum Piratenschiff. Und dann gucken wir mal, ob wir dann noch so ein, zwei Leute haben, die da mitspielen. Das würde mich ja freuen. In der Vergangenheit war es so, dass, was auch cool ist, eine Konkurrenz als Pirat, der einen dann vertreiben wollte. Auch, gehört auch dazu, sage ich mal, ne? Aber auch viele, die denn da auch so eine Tricks da angewandt haben. Deswegen kann ich das ja auch verstehen, dass man da jetzt irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Auf diese, naja, auf das Roleplay da halt, das tot ist, sag ich mal. Aber da wollen wir mal im nächsten Video gucken. Also, wie gesagt, super Interview gewesen vom Science Keeper da, den Wano und Kloppy. Sehr interessant auf jeden Fall. Das, wie gesagt, das eine haben wir jetzt angesprochen, da gehe ich jetzt nicht so mit. Muss jeder von sich selber wissen. Es gibt ja auch PvE-Spieler, die sind, und die PvP-Spieler gegenüber den PvE-Spielern, dass die da so eine Front haben, sag ich mal. Der PvE-Spieler ist sofort angepisst, wenn er nur allein einen Ganker hört. Oder irgendwie PvP, Shinra, Tessera. Was soll das? Was ist hier? Und es gibt aber auch PvP-Spieler, die sagen so, was willst du denn jetzt hier? Und daher gemächlich da bleiben, auf jeden Fall. Klar, die eine Seite hasst manchmal die andere Seite. Und ja, wie gesagt, ich wünsche mir auch mehr solche Aktivitäten in der Open. Nicht nur diese Gankerei, also nicht nur diese Gankerei halt, sondern vielleicht auch Beschützer, die wieder aktiv sind mehr. Diese Seite kann man ja auch wählen, dass man Leute beschützt. Das hatten wir auch mal gemacht im Community-Event und dann hat Tesak durch einen dummen Trick mit seinen Kollegen da einen gelockt und dann war man dann doch weg, sag ich mal. Da wollte man auf der guten Seite sein. Das kann man ja auch machen, dass man halt gegen die Bösen vorgeht. Das ist auch PvP.
Das ist auch eine Möglichkeit, wie man das betreiben kann. Was da jetzt aktuell noch aktiv ist, ob da die Leute das noch so machen, dass überhaupt noch betrieben wird, alles, das kann ich nicht sagen. Interessieren würde mich das natürlich auch. Aber da muss man sich halt mal, wenn man da für das Thema da offen ist, sich mal ein bisschen informieren. Zum Beispiel so ein Tinvano oder so, oder so ein Kloppy. Die sind da bestimmt bereit, da Informationen zu geben. In jeder Hinsicht. Auch wie man sowas aushält, wenn man hier in so ein System reingeht. Man will nicht kämpfen, man will nicht abgeschossen werden, man will genug aushalten. Da gibt es auch natürlich Tuning-Möglichkeiten, dass man da entfliehen kann. Und daher fragt solche Leute, die geben gerne Auskunft sogar, bin ich sogar der Meinung. Und helfen da in dem Sinne, sag ich mal, würden da auch mehr machen. Und daher, tolles Video. Und vielleicht sind wir ja auch mal da drin mit unseren vier Leuten, aber ich glaube es eher nicht. Und werden wieder mal interviewt. Wir werden mal sehen. Vielleicht kommt auch mal die AED oder sowas. Oder war sie schon mal dabei? Ist das ein altes Format, ein neues Format? Wir wissen es gar nicht. Ich glaube, da gab es schon Videos von. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Und weiter so auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt auf den nächsten Clan, der da vorgestellt wird. Das soll es gewesen sein. Nächstes Video Piraterie. Dann meiner auch mit der Clipper. Also bis zum nächsten Mal.